Hello everybody, ich bin's wieder, April Twilight Princess. Willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Plays to Horizon Zero Dawn. Wie in den letzten Folgen mache ich jetzt erstmal die Nebenquests, damit ihr auch die ganzen Nebengeschichten und alles seht. Und ich gehe jetzt erstmal zu den Nebenquests hier in Mutterkrone. Zuerst zu Kriegsherrin Sona. Die braucht bei irgendeiner Verteidigung Hilfe. Die Verteidigung hält. Kriegsherrin Sona? Du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Okay, gleich zwei Aufträge in einem. Und einen habe ich sogar teilweise schon erledigt, weil ich die Materialien schon hatte. Dann brauche ich noch eine Lanzenhornlinse und... Ja, muss zu Ohren. Und ich benutze nie den Ausgang für Siedlungen. Naja, erstmal ins Lanzenhorn-Territorium. Da hinten ist auch schon eins. An die Linse komme ich bestimmt schnell. Und da ist sie auch schon. Jetzt muss ich nur noch zu Ohren. Sie mich. Und ich benutze nie Wege. Obwohl, es gibt auch so eine Fähigkeit, wo man die Reittiere rufen kann. Ja, Reitmaschine rufen plus. Dann kommt die nämlich aus dem Nichts. Also man muss nicht immer extra zu Arealen mit Reitmaschinen laufen, um welche zu hacken, weil ja, die aus dem Nichts kommen.
Du bist Orn? Du bist so jung für einen Wächter. Was ist los? Du kannst mit mir reden. Ich bin nicht deine Gesalbte. Aber du kamst aus dem Innern des Berges, heißt es. Nimm diese Feuerpfeile. Falls sich die Rückkehr des Feinds abzeichnet, sende ein Signal und lauf schnell zum Berg der Urmutter, okay? Wenn die Göttin es durch euch befiehlt? Ich gehe jetzt wieder hinab, so wie jeder andere auch, siehst du? Irgendwie kann das einem schon auf die Nerven gehen. Vor allem, wenn man sich selbst nichts Besonderes hält. Zumindest nicht so besonders. Ich habe daraus gelernt. Kehre zu Kriegsherrin Sona her. Hinauf. Die Verderbnis im Tal wurde getötet. Da hinauf. Deswegen steht auch, steige in den Wachturm hinauf. Aber wie komme ich... Ach, da hoch. Ah, da ist eine Leiter. Das ist ja nicht so schwer. Da ist sie ja. Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Orn gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne doch. Naja, und dann ab zur nächsten Quest. Kriegerin! Mutter Krone könnte... Oh, Verzeihung, du bist mehr als eine Kriegerin. Nicht mehr oder weniger als du und fang jetzt nicht mit die Gesalbte an. Was brauchst du? Wir brauchen Eberhäute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist... Brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Yay, jetzt darf ich einen Ring der Großmutter suchen und
Eber jagen. Naja, immerhin. Eine Eberhaut habe ich schon mal. Und ich finde schon wieder nicht auf. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Au. Voll auf den Stein. Woran starrt es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Hm. Ich werde mir einmal den Eber. Der irgendwie. Ah, deswegen ist das so komisch. Der versteckt ihm im Hals. Als ihn. Ja, das ist Times Ring. Wildschwein hat sich. Hat sich das gerade noch bewegt? Naja, egal. Jetzt werden Wildschweine gejagt. Oh, da ist noch Maschinen. Da ist die Maschine, die sich hier rumtreibt. Meine Position ist aufgeflogen. Kein Wunder, dass der abgehauen ist, so aggressiv wie das Vieh ist. Falscher Fall. Einfach nicht. Gerade bei Sägezähnen. Cool. Als hätte er noch einen Todesschrei gehabt. Also gemacht. Hier gibt's wirklich viele Wildschweine. Das würde ich bei allen meine Haut bekommen. Yeah. Moment mal. Sehr nahrhaft.
Die Fähigkeit ist super. Und sehr, sehr hilfreich. Auch wenn sie nicht ganz logisch ist. Und zurück nach Mutterkrone. Moment mal. Ich bin am Quest hier vorbeigelaufen. Na toll. Ach, da ist das Lagerfeuer. Voll gemein. War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Wäre vielleicht sinnvoll. Und hier war noch eine übrige Quest. Die Urmutter sei gepriesen, dass sie sie zu uns gebracht hat. Du bist die Gesalbte, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du warst im Berg? Unversehrt? Kannst du die Verlorenen zurückbringen? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Schlimmer als der Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... Fort. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren.
Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Außerdem, selbst wenn, das war ja nicht mit Absicht. Die sind ja nicht zum Graben oder wie auch immer man das nennt, in die Ruinen gegangen. Schnee. Draußen wird es nicht wärmer. Ist nicht die ganze Zeit Winter im Spiel? Sicher eine Massenflucht. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Die Maschine ja wohl nicht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. Da sind die Spuren. Also, da lang. Sägezahn? Ach ja. Erledige die Sägezahn. Weil wahrscheinlich... Ja. Da sind die Krieger. Dann greift von der anderen. Oh yeah.
Episode oder zwei. Können wir wieder raus? Ja, könnt ihr. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Macht irgendwie Sinn. Naja, zurück zu Dan und raus aus dem Scheißwetter. Und da sieht man ja kaum was. Und jetzt ja. Deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ihr habt nichts zu befürchten. Vielen Dank, Gesalbte. Ich jage etwa einmal im Monat nach Scherben. Ich helfe immer gern. Und damit sind die Quests in Mutterkrone abgeschlossen. Neugierde ist für Trottel. Mach ich mir ein neues. Mal sehen, wo die nächsten Quests sind. Hier oben ist nicht. Freihalde. Dann ist das meine nächste Quest.
Treppen ist jemand. Ich finde hier einfach keinen Schlaf. Die Betten sind ja nur so ähnlich. Aloy, ich freue mich, dich hier draußen zu sehen. Verpasst du nicht deinen Kampf? Es ist noch Zeit. Und es gab was zu tun. Du bist immer unterwegs, nicht wahr? Ich mag das. Du bist willkommen, auch wenn es etwas ungemütlich ist. Wir haben Maschinen auf der einen Seite, Banditen auf der anderen. Also will ich diese Schönheit zurechtmachen, um die Streitigkeiten beizulegen. Du kannst mir helfen. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Das stimmt allerdings. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, an der du baust, sie ist wie die Kanonen in Meridian. Aha. War schön, sie wieder mit ihnen vertraut zu machen. Die hier habe ich aus dem Gedächtnis gebaut. Meiner Hände und auch aus dem Kopf. Wie bei dir. Du baust dir selber Munition, ich sehe das. Die kleinen Narben an deinen Fingern. Dieses Vieh? Das gleiche Prinzip, nur größer und lauter. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen? Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja. Wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Naja, dann machen wir doch mal einen Banditenversteck unsicher. Ist nicht weit, das kann man zu Fuß gehen. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte zuerst die Stadt ange... Auf sie! Oh.
Und ich mach dich kalt. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Ich kriege dich! Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Ach, komm schon. Blöder Balken. Irgendwie muss ich da hoch. Komm schon, du Feigling. Das Gras hilft dir auch nicht. Und schnell. Na, weniger. Und hier hinten muss ich hochkommen. Ja. Genau. Hat sich ja voll gelohnt. Ich hätte auch gleich hier hochklettern können. Ich finde dich! Dass es keiner gehört hat. So, ihr übrigen. Ja, eine Energiezelle. Die Sonne wird durch deine Hirn. Banditen eben. Wie können die durch das Teil schießen? Vielleicht war der da. So, dann fehlt nur noch der da oben. Immer noch auf der Suche nach mir. Beschaffe die Energiezellen. Nummer 1. Hier! Jetzt kann ich ihn abschießen. Noch eine Energiezelle? Mann, was glänzt und funkelt denn bitte so an den Energiezellen? Irgendwie muss ich da hoch. Muss doch irgendeinen Weg geben. Und man kann da hochklettern. Yay. Ich sehe das einfach immer zu spät. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern die Waffenteile holen. Genau. Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Das klang wie eine Drohung. Thank you.
streifen viele Plünderer herum. Ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Haben diese Haufen gemacht. Seltsam. Bauen sie Nester? Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell! Habe ich noch hier ein? Und da ist noch ein Haufen. Zurück zu Petra. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Damit haben wir jetzt alle Waffenteile für diese Verstärkerkanone. Petra, ich hab deine Teile, aber es kommen noch mehr Banditen. Der Rest ihres Clans. Sie wollen die Stadt einnehmen. Tatsächlich. Halt das Ding ruhig und ich mache den Rest. Und dann werden wir ja sehen. So, anheben und bereit machen. Und nicht gegen den Schoß drücken, wenn du damit irgendwann nochmal... Ist ja schon gut, verstehe. Yay, wir dürfen nochmal mit deiner Kanone. Schwer. Oh, ich kann sie nur festhalten. Lass die Stadt bluten, Jungs! Die ist wirklich so schwer. Was. Ja, so was. An. Funktioniert bisher. Jetzt funktioniert super. Könnte besser sein. Die Schützin ist perfekt. Nur Banditen ziehen sich jetzt nicht zurück. Na los, ihr Feiglinge, sie haben nur eine Kanone.
Soweit ich weiß, nennt man das eine Schlappe. Hier hast du sie wieder. Oh, mir tun die Zähne weh. Das ist interessant. Ein Lederriemen zum Draufbeißen wäre gut. Wir machen uns... was hast du gesagt? Nicht funktioniert? Sie ist nicht fertig. Deshalb der Test. Na komm, du hattest doch auch noch dein Nora-Spielzeug. Es heißt, man soll nur Metall vertrauen. Doch dir zu vertrauen war gut. Danke, Aloy-Maschinenjägerin. Das vergesse ich nicht. Ich auch nicht, Petra. Oh, ich spüre immer noch die Blitze in meinen Haaren. Das glaube ich. Naja. Und hier gab's... Genau. Da unten ist noch eine Quest. Die gab's vorhin aber noch nicht. Das heißt, die ist dadurch entstanden, dass ich Petra geholfen habe. Suchst du was Bestimmtes? Keine Spur von meinen Freunden. Sie folgten ein paar Behemoths und sind noch nicht zurück. Nur erfahrene Jäger folgen solchen Maschinen. Schaffen sie das nicht allein? Ich sorge mich ja nicht um sie. Wir brauchen spezielle Kabel von den Behemoths für unsere Kanonen. Kriegen wir die nicht, zieht Petra mir die Haut ab. Ich hätte dem Tausch nie zustimmen sollen. Was für einen Tausch meinst du? Petra hat mich und Belatka angewiesen, Kabel von den Behemoths zu besorgen. Aber Jorgis und Belatka sind füreinander bestimmt, wie Hammer und Star. Sie wissen es nur noch nicht. Also habe ich mit ihm getauscht, um, naja, die Sache in Gang zu bringen. Hat sich Belatka nicht gewundert? Es war ihre Idee. Und ich fürchte, es lief zu gut. Wenn sie beim Knutschen die Herde verpassen, steht meine Haut auf dem Spiel. Wo sahst du sie zuletzt? Na hier, vor ihrem Aufbruch. Sie gingen weg und stritten die ganze Zeit. Worüber denn genau? Wie man am besten die Herde findet. Jorgris ist gut mit dem Bogen, aber er könnte sich im eigenen Haus verlaufen. Was hab ich getan? Warum sagst du es Petra nicht einfach? Wenn du es ihr sagen willst, bitte sehr. Vielleicht reagiert sie sich an dir ab und wird müde, bevor ich dran bin. Ich würde die beiden ja suchen, aber da Jorgris mich vertritt, habe ich seinen Wachdienst. Ich werde deine Freunde suchen. Wo wollten sie hin? Sie wollten zum Bogen im Nordwesten, um die Herde zu finden. Ich hoffe, sie haben den Weg gefunden. Ohne diese Herde können wir unsere Kanonen vergessen. Ich werf mich ins Feuer, wenn ich unsere Freiheit riskiert habe. Das sollte die letzte Option sein. Ich tue, was ich kann. Dann werden wir die beiden noch mal suchen. Rede mit Petra. Vielleicht sollte ich das machen. Mal sehen, wie sie reagiert. Klang ja so, als würde sie für mich toben bei dieser Nachricht. Immer so blass. Ein paar Minuten in der Schmiede und du hast Farbe auf den Wangen. Dazu brauche ich keine Schmiede. In der Wildnis klappt das auch ganz gut. Was hat dein Feuer diesmal entfacht? Ich komme damit klar. Aber sicher doch, nur wenn's um Freihalde geht, muss ich's wissen. Du hast zwei Jäger losgeschickt. Sie sind verschwunden. Oh, das kann nicht sein. Kelov findet eine Nadel im Schrotthaufen. Es sei denn, er war leichtsinnig, verdammt nochmal. Was hat er getan? Er hat mit Jorgris getauscht. Pah, Feuer und Spucke! Was unternimmst du wegen des Tauschs? Das war reine Zeitverschwendung. Jorgris und Belladia muss man nicht drängen. Sie sind füreinander bestimmt. Genau wie beim Schmieden. Das Gewicht des Hammers macht die Arbeit, nicht dein Arm. Aber dass Kelov eine zarte Seite hat, ha. Gar nicht wütend? Oh, er bekommt Ärger. Aber ich habe gelernt, dass manche Dinge einfach passieren. Wozu brauchst du denn diese Behemoth-Kabel? Es sind die besten Zündschnüre für die Kanonen. Aber sie nutzen schnell ab, man braucht ständig neue. Mit den Waffen sind wir stark und frei. Ohne sie haben Banditen und Maschinen leichtes Spiel. Ihr könntet handeln. Manche Sachen müssen wir selbst beschaffen, sonst machen wir uns abhängig. Diese Last tragen wir nicht. Aber ich sollte dir helfen.
Manche Lasten sind willkommen. Warum ist die Herde so wichtig? Wenn sie die Brutstätte erreicht, kriegen wir sie nicht mehr. Und eine andere wird nicht so bald kommen. Wir brauchen die Kabel. Und wir brauchen sie jetzt. Wenn du die zwei findest, bring sie in einem Stück zurück. Und wenn du noch Behemoth-Kabel mitbringst, wäre ich dir sehr verbunden. Vorsicht, könnte Gewohnheit werden. Die war jetzt erstaunlich entspannt. Naja, wir suchen erstmal nach den Jägern. Die... Da ist überhaupt keine Behemoth-Herde. Die Jäger. Haha, gefunden. Zwei streitende Jäger. Genau das, was ich suche. Weil ich mich bei deinem ganzen Geplapper nicht konzentrieren konnte. Du hast doch. Da kommt jemand. Seid ihr Jorgris und Belatka? Kelo wollte, dass ich euch suche. Ach ja? Dann weiß Petra, dass wir versagt haben. Nein. Ich hab versagt. Mir egal, wer versagt hat. Nur, soll ich die Herde nicht für euch aufspüren? Das kann ich nicht zulassen. Ich war dafür verantwortlich, nicht du. Oder er. Es sind drei Behemoths und ein paar Panzerwanderer. Es wird nicht einfach allein. Na gut. Wo war die Herde zuletzt? Auf diesem Grat. Wir folgen dir. Warte. Nimm diese Pfeile für die Jagd. Danke. Dann los. Mal sehen, wo die Herde hin ist. Siehst du? Sie weiß, wo sie hin muss. Du hättest das auch nicht gewusst. Da sind Spuren. Hier lang. Genau. Ganz ehrlich, ich wäre den Spuren wohl im Kreis gefolgt. Und wir laufen auch gerade im Halbkreis. Ich korrigiere, im Kreis. Und da geht's dann weiter. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Na toll. Warum sollte ich? Oh, du löcherst also nur mich? Ich glücklich. Jagen wir jetzt oder nicht? Die müssen ja immer streiten. Hast du ihr Feuerpfeile gegeben oder normale? Ich dachte, du magst. Feuer und Spucke, Jorgris! Hör auf zu fragen! Ich spucke gleich Feuer! Er stellt Fragen, weil er dich mag. Er hat die Herde verloren, um länger bei dir zu sein. Und Jorgris ist statt Kelo hier, weil du Zeit mit ihm verbringen wolltest.
Und jetzt ab zur Herde. Okay. Ja, Ma'am. Achtung. Da sind die Behemoths. Begleitet von Panzerwanderern? Das wird ja ein toller Kampf. Ich hab kein Reinholz mehr. Und ohne Reinholz kann ich alle Pfeile vergessen, egal welche. Das ist egal, sehr schön. Eigentlich nicht passieren. Naja, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich Holz brauche. Sonst habe ich keine Chance gegen die Maschinen. Und hier irgendwo am Flussufer müsste doch
Holz sein. Genau. Zieh eine an. Holz. Und noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Noch mehr. Und so weiter. Ich sammle jetzt einfach alles Holz ein, das hier ist. Nicht, dass mir das Holz dann im Laufe des Kampfes wieder ausgeht. Das darf nicht passieren. Später noch. So. Heilung kann man immer gebrauchen, aber ich bin jetzt einfach fest. Die Nerven. Mal hin. Okay, noch sind sie getötet. Das Seil geht lang. Und sie sind frei. Aber der zweite Behemoth ist auch Göttin. Und ich bin sie einfach wieder. Wie ist der? Habe ich den nicht gerade angebunden? Egal. Der letzte Behemoth. Oh, ich hatte den Mann dort. Bevor das Gefroren weg ist. Geschafft. Jetzt seid ihr ran. Das sollte hilfreich sein. Obwohl, wenn ich die festfinde. Dann können sie nichts treffen. Und dann kann ich einen kritischen Treffer ausüben, oder?
Egal, jetzt erstmal. Also zumindest stand das mit dem kritischen Treffer gerade da. Aber da hinten war noch der dritte Behemoth. Der ist hin. Der ist frei. Aber ein Schlag. Moment mal, stand da gerade über. Achso, klar, ich habe die ganzen Brutstätten schon gemacht. Das kann ich nicht überbrücken. Hat funktioniert. Da nervt er auch nicht. Wir wissen es jetzt. Belatka und ich, dass wir zusammen sein wollen. Ich kann gar nicht aufhören zu lächeln, aber ich komme mir ein bisschen dumm vor. Ich bin eigentlich viel direkter. Danke für deine Geduld. Sollen wir die Kabel für dich zu Petra bringen? Oder machst du das lieber selbst? Lieber nicht. Ich bringe die Kabel zu Petra. Hast du die Nase voll von uns? Es ist doch schön, noch etwas Zeit zu zweit zu haben. Danke. Wirklich. Und warte nicht. Genau. Ihr könnt schön irgendwas unternehmen und ich bringe die Kabel zurück. Ist doch ein guter Deal. Du hast die Behemoth-Kabel, oder? Ich wusste, du schaffst es. Und Jogris und Belatka kommen auch. Irgendwann. Sie sind zusammen? Endlich. Petra hat mir Wachdienst aufgebrummt und so war's das wenigstens wert. Danke. Kein Problem. Du hast ihr Gezänk also überlebt. Ah, knapp. Ich könnte alles darauf schieben, dass sie jung sind. Doch die Alten sind auch nicht besser. Danke, Aloy, für deine Geduld. Immer gerne. Das war's dann auch schon wieder. Das war jetzt die letzte Quest für diese Folge. Und es würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen rauf geben würdet, unseren Kanal abonniert und wenn ihr das tut, Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.